Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch, denn bei mir ist Abend, ja, fast eigentlich kurz vor Mitternacht. Und ich sitze hier und denke mir so, ja komm, hat es Nachtschichten, kannst dir nicht pennen, nimm mal Lundra auf, passt schon so. Was gibt es Besseres als Kummer im Schlummer als Titel des Kapitels zu haben, um Alundra aufzunehmen? Kummer im Schlummer, ja, nee. Aber gut, wir wissen, wir sollen uns um Nadja kümmern. Nadja müsste es gewesen sein. Ah, die Dame, die schlafen geht und alles springt sich in die Luft. Nochmal hier der Hinweis. Man sollte sich den goldenen Falken in der einen Hütte überlegen, den ich mal angesprochen habe. Nur mal so an dieser Stelle das erwähnt. Ich glaube, es war das Haus hier. Schon lange her, dass ich zu Besuch war und Hallo sagen sollte. Ah ne, das ist Bonaire, aber passt auch. Bonaire ruft immer wieder den Namen Sarah. Das klingt wie der Name einer Frau. Ja, okay, dann rede ich halt mit anderen Leuten. Bonaire hat schon immer fest geschlafen, aber das ist kein gewöhnlicher Schlaf. Bonaire hat sich nicht mehr bewegt, seit er in diesen Albtraum gefallen ist. Seine warme Haut wird langsam fahl und kalt. Leider gibt es kaum einen Zweifel daran, was mit ihm passiert. Oh, es ist schlecht. Mach dir keine Sorgen um mich. Bonaire braucht jetzt seine Hilfe. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass der Typ jemals aufgestanden ist im Spiel. Ich glaube nicht. Warum ist euer Tisch kaputt? Ist das normal? Sollte man nicht einen neuen besorgen? Ich meine, das ist eine kleine Gemeinde, aber irgendwer wird doch wohl einen Tisch haben oder herstellen können oder so. Giles hat sich im Haus verbarrikadiert und betet zu den Göttern um Hilfe. Aber wenn sie ihn vorher nicht erhört haben, warum sollten sie es jetzt tun? Ich habe gehört, dass Nadja seit 6 Tagen nicht mehr geschlafen hat. Kein Wunder, dass sie krank ist. Nadja wollte schlafen, aber mein Liebling wusste, dass das ganze Dorf in Gefahr sein würde, wenn sie einschläft. Alundra, wie immer kommst du genau im richtigen Moment. Offensichtlich ist Nadja auch in einem Albtraum gefangen. Und wir wissen beide, dass du der Einzige bist, der die Macht hat, mir zu helfen. Bonaire. Oh, Bonaire, lieber. Okay. Habe ich irgendein Dingens wieder verpasst oder musste ich gehen? Ist es wieder das typische, du musst gehen? Warum würde ich gehen in diesem Moment? Das macht keinen Sinn. Was war das für ein Geräusch? Das hat sich angehört wie... Oh nein. Nadja, oh Nadja. Warum ist das alles passiert? Warum haben die Götter meine Tochter verflucht und sie mir weggenommen? Diese Welt ist grausam und bösartig. Ich freue mich, wenn der Tod mich endlich erlöst. Guten Tag zusammen. Schlechte Neuigkeiten. Ich habe gerade von Yuri gehört, dass Olens Haus explodiert ist. Nadja muss eingeschlafen sein. Oh man. Wir müssen einen Weg finden, diese wahllose Zerstörung zu beenden. Ich muss eingeschlafen sein. Verdammt nochmal, es tut mir leid, dass ich euch alle in Gefahr gebracht habe. Nein, nein, das ist nicht deine Schuld. Du kannst das nicht kontrollieren. Gehe ich jetzt an den Fußende? Packe ich den Fuß an? Alundra, Nadjas Seele verschwindet. Du musst sofort in ihren Traum eindringen, um sie noch zu retten. Nein, Septimus, Alundra kann nicht in mein Unterbewusstsein eindringen, wenn ich nicht schlafe. Stimmt's, Kleiner? Aber ich versuche nicht einzuschlafen, bevor ich nicht Bonaire meine wahren Gefühle offenbart habe. Das könnte die letzte Gelegenheit sein. Willst du ihn herbringen? Er braucht nicht zu sagen, dass er mich liebt, er soll nur lächeln. Nur für mich. Ich weiß, dass sich schon jeder darum gebeten hat, Alundra, und ich tue es auch. Bitte bring Bonaire zu uns zurück. Okidoki. Alundra hinfort. Moment, falsche Richtung. Treppe ist links. Es tut mir leid. Ich dachte, die Treppe wäre rechts. Warum auch immer. Aber hey. Gut, dass er direkt um die Ecke wohnt und überhaupt nicht in einem Albtraum gefangen ist, wie wir schon gesehen haben. Sonst müssten wir am Ende noch in einen Dungeon rein oder so. Nur um ihn zurückzuholen, ist ja furchtbar. Und er ruft immer wieder den Namen Sarah. Ja. Sarah, meine Liebe, ich komme zu dir. Dieser Blick dabei. Ich war bei Nadja, um zu sehen, wie es ihr geht. Ich
habe nicht erwartet, dass sie so zerbrechlich aussehen würde. Alundra, bitte weg Bonaire so schnell wie möglich. Ja. Du bist die Einzige, die ich liebe, Sarah. Du bist die Einzige, die ich immer geliebt habe. Bonaires Traum eindringen? Jawohl, ja. Jeder Part ein Abenteuer. Oder gefühlt jeder Part ein Dungeon. Wobei das sich irgendwann auch geben wird, weil die Dungeons dann länger werden. Sarah. Sarah, sei nicht so schüchtern, du süßes Ding. Komm schon her. Hier bin ich, du griechischer Gott. Komm zu mir, Bonaire. Schnell. Schnell. Du griechischer Gott, du. Selbst die Schalter mögen es nicht, in diesem Spiel zu sein. Oder in diesem Traum zumindest. Ich meine, in welchem Spiel hat man sonst einen Schalter, der einen erstmal böse anschreit? Nach dem Motto, boah, wie kannst du es wagen, mich zu schlagen? Oh ja, Entschuldigung. Ich muss hier halt irgendwie durch, ne? Was will man machen? So ist das halt. Nein, Geld. Naja. Eine Gulde. Nicht weiter wichtig. Punkt ist allerdings, das ist eine blaue Statue und blaue Schalter aktivieren nur das blaue. Die wird wieder reaktiviert, sobald ich die rote drücke. Aber ein Schalter ist halt nicht für einen dasselbe zuständig. Das sollte man im Hinterkopf behalten bei dem Ganzen. Und ja. Steine haben hier aus irgendeinem Grund auf einmal mehr Bedeutung als sonst irgendwie. Das nur mal an dieser Stelle. Muss ich den jetzt schon drücken? Keine Ahnung mehr. Wir werden es herausfinden, früher oder später. Aber erstmal haben wir hier einen stinknormalen Schalter. Der später wichtig ist. Ich habe das Gefühl, ich muss jetzt schon auf Rot schalten. Ich kann mich aber auch komplett irren. Aber hey, was soll's, dafür ist es ja da, ne? Herausfinden, welche Reihenfolge das war. Der Dungeon hier ist zwar relativ simpel gestrickt, aber ich vergesse mal ganz gerne, in welcher Reihenfolge ich hier irgendwas zu drücken oder stehen zu lassen habe. Das war jetzt nicht unbedingt schlau, dass ich den Stein in diese Richtung bewegt habe, aber nein. Aha. Meisterhafter Sprung. Meisterhaft. Positionierung mal wieder, Positionierung. Gut, dass ich diese markante Tür öffnen konnte. Sarah, oh Sarah. Wohin bist du gegangen? Wohin gehst du? Gib mir ein Zeichen. Ah, nach da. Willst du mich irgendwo hinführen? Ja, genau, Süßer. Ich zeig dir das Paradies. Ja, geil. Geh durch diese Tür, gut so. Du bist fast da, Süßer. Yeah. The Player Bonaire, der hat Zeit drauf, was soll man sagen. Klack. Mit dieser ruhmreichen Tat haben wir den Stein entfernt. Ich weiß, flippt nicht gleich alle gleichzeitig aus, aber ne? Das ist schon unglaublich. Und ja, Bomben können aus irgendeinem Grund auch solche Schalter aktivieren. Das macht zwar eigentlich keinen Sinn, weil... Naja, zumindest lag die Bombe komplett falsch dafür, dass es das aktivieren soll, aber... Details, ne? Details. Problem allerdings, genau, dass irgendwas sowas in der Richtung wird sich nämlich noch im Kopf. Warum hast du die Bombe so da nicht mehr? Sehr, sehr widerspenstiger Schleim. Problem bei dem Ganzen ist halt, wir müssen trotzdem noch hier rein. Um da wieder rauszukommen und hier hoch gehen zu können. Aber aus irgendeinem Grund... Au! Ziemlich uncool, dass du direkt aufhören lassen, dass das jetzt nicht so sein müssen, aber ist egal. Was soll ich sagen? Achso. Vergesse ich jedenfalls fast immer, dass ich irgendwo noch lang gehen musste, um was zu bekommen. Ich weiß auch nicht, warum das so ist. Also warum ich es vergesse, aber es ist irgendwie immer so. Entweder vergesse ich den Schlüssel oder den anderen Schlüssel. Einen von beiden vergesse ich jedes Mal. Einmal dran vorbeischälen.
Und jetzt halt wieder hochklettern. Interessant, dass ich den Stein nicht mehr bewegen muss, aber... Ich meine, hätte jetzt auch keinen wirklichen Sinn und Zweck mehr, aber... Naja. So. Jetzt ist aber besser. Jetzt haben wir alle Vorbereitungen abgeschlossen. Wir können die Bombe nochmal hinwerfen, können uns hier hinstellen und warten. Wunderbar. Gewartet wie ein echter Profi im Rätsel. Tür öffnen, falsche Schalterstellung. Auch das vergesse ich, glaube ich, tatsächlich fast jedes Mal. Das Geräusch eines jeden Mannes, der gerade am Denken ist, wie er es am besten lösen soll, jedenfalls nicht so. Das heißt, hier wieder rein. Wieder nach oben, Schalter aktivieren. Wieder nach oben klettern, wieder rüberspringen und dann haben wir. Der Dungeon ist super klein. Aber sehr kompakt. Es ist nicht nur klein und leer, sondern er ist klein und kompakt. Ein gutes Bento oder sowas in der Richtung, keine Ahnung. Habe ich keine Ahnung von, mir hat noch nie jemand in meinem Leben ein Bento gemacht. Es sei denn, man würde... irgendwann musste ich ja mal in so eine Stahlkugel springen. Man würde das Pausenbrot meiner Mutter mitzählen. Woran ich keine Erinnerung habe, keine Ahnung. Vielleicht hat es auch nie existiert, aber kann ich mir nicht vorstellen. Aber... damit hoffentlich jetzt der richtige Weg. Oder zumindest der Weg offen. Sagen wir es mal so. Sieht doch gut aus. Man beachtet die Schatzruhe zu unserer Rechten. Die wollen wir haben. Also springen wir hier drauf. Und tetterette. Ein Schussweg. Jetzt nur vorsichtig, dass man nicht wieder nach da unten fällt. Sonst schippt die ganze Schalternummer wieder nicht. Das wäre doof. Und für unsere Mühen erhalten wir jetzt schon einen Nebenskörper. Ich fühle mich nicht so, als hätte ich den verdient. Okay, aber ich hab ihn. Das ist halt die Hauptsache dabei. Von daher, was ich habe, habe ich. Und hier finden wir den goldenen Falken Nummer 8. Oder zumindest meine Nummer 8. Man hätte auch schon in der Welt ein bisschen rumlaufen können, aber... Schnell, süßer Bonaire. Niemand wartet nur darauf, dich mir wegzunehmen. Das wird nie passieren. Niemand kann uns trennen, Sarah. Für dich würde ich alles tun. Buah, jedenfalls denke ich das. Fast geschafft. Nur noch ein paar Stufen, bis wir unsere Körper vereinen können, mein lieber Bonaire. Reden wir hier über Liebe machen oder irgendwas tatsächlich Bösartiges? Ich bin der Seelenvernichter. Ich bin unsterblich. Und noch schlimmer, ich bin stocksauer. Niemand hält Sarah zum Narren und kommt davon. Meine Leichenfresser werden es dir schon zeigen. Moonwalk! Naja. Also, falls wir sie nicht schon lieb gewonnen haben. Also, ich muss nicht gegen sie kämpfen, aber ich dachte mir, wenn sie schon da sind, machen wir sie auch kalt. Aber jetzt habe ich wieder davon gehabt, ich habe Schaden genommen, das haben wir davon gehabt. Und von diesem riesigen Stachelball werden die halt nicht mal angegriffen. Also, ja. Naja. Aber ja, man kann auch komplett an denen vorbeirennen. Mehr oder minder. Komm hierher, Wellenreiter. Du wirst einen netten Snack abgeben. Was? Wer bist du? Oder besser, was bist du? Ja, mein Name ist Mahlzeit. Ich freue mich, dass du hier bist. Denn der Wellenreiter hat wohl nicht genug auf den Rippen für mich. Vielleicht sollte ich nach etwas mehr Ausschau halten. Oh yeah. Was ist? Du willst den Surfer retten. Zu spät, Bonaire gehört mir. Vielleicht können wir einen anderen Deal machen. Ergib dich und ich lasse dich am Leben. Dafür wirst du mein Liebessklave. Unglücklicherweise werde ich dich aber sowieso auffressen, wenn ich genug von dir habe. Na toll.
Okay, Fun Fact, ich habe das damals schon probiert, ich versuche es auch jetzt nochmal. Man kann Sarah, aka den leichten Fresser, Seelenfresser, tatsächlich theoretisch auch mit... Oh Mann, Moment. Theoretisch mit einer einzigen Bombe vernichten, wenn sie denn trifft. Das ist halt nur leichter gesagt als getan tatsächlich immer. Da ich ungefähr zwei von denen mit einem Angriff davon treffe, wenn es hochkommt. Und es ist auch nicht unbedingt das, was ich empfehlen würde zu machen, aber ich dachte mir, es ist mal ganz witzig, das nochmal auszuprobieren, nur ist meine Trefferrate damit irgendwie meistens gegen null. Ich meine, bei den Bewegungen, die so zu treffen, ich weiß nicht. Ist halt kompliziert. Ausweichen wiederum ist kein Thema bei dem Ganzen, aber sie halt treffen, naja. Ich sollte nur halt irgendwann damit aufhören. Es kostet mich meistens einfach nur zu viel Energie, das zu machen. Oh, ich dachte, wie gesagt, probieren wir es mal damit. Oh. Das war jetzt aber so nah dran, das tat jetzt schon fast weh. Also zumindest für mich so zu gucken dabei. Naja. Dann, Hör ich jetzt gleich damit wieder auf, weil es wieder mal nicht klappt. Und, Kämpfen wir normal. Aber es funktioniert. Ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Ich meine, ich habe mir nur vorgenommen, den Traum zu machen. Der Traum ist halt jetzt theoretisch am Ende. Eine Bombe auf dem Kopf zu haben, ist auch irgendwie relativ unpraktisch. Oh, come on. Macht sie extra. Aber wir nehmen den Vorteil einfach mit. Ich kann ein paar Kräuter verballern und kann dementsprechend hinterher wieder Schatztruhen öffnen. Und mich besser fühlen, weil wir dann halt alle Schatztruhen öffnen. Oder so, das ist schon ganz gut so. Ja. Ah. Ihr geht so oft an den Bomben, ey. Das tut echt weh. Also kämpfe ich im Prinzip einfach jetzt gleichzeitig. Die Bombe hätte übrigens gerade treffen können, glaube ich. Das ist das, was mich wieder so ein bisschen ärgert. Das Problem ist halt, wie man sieht, wenn ich sie oder es oder was auch immer treffe, dann ist der erste Impuls, es verschwindet. Wow, der allerletzte, meine Herren. Und dieses Verschwinden ist halt das, weswegen ich es auch nicht einfach mal in die Bomben werfen kann oder so. Das funktioniert halt nicht. Nein. Oh, wieder der letzte. Krank. RNG ist nicht mein Freund. Also ich weiß nicht. Wenn es einen Alundra Speedrun gibt, wovon ich ausgehe, dann ist wahrscheinlich die Taktik tatsächlich, sie mit Bomben zu treffen. Aber... ich weiß nicht, wie man das gut hinkriegen soll, tatsächlich. Ich habe keine Ahnung. Von daher, naja. Aber mehr passiert ja auch nicht. Wir haben dementsprechend jetzt zumindest alles gesehen. Okay, dafür. Jetzt ist es zwar nicht bewiesen, dass es ein Instant-Kill ist, aber es ist einer. Sarah wurde besiegt.
Du hast ein Mädchen verprügelt. Okay. Vorher konnten wir übrigens nicht mit ihm reden. Hey Alter, was machst du hier? Was mach ich hier? Wo ist Sarah? Naja, ganz so besiegt haben kann ich sie ja scheinbar nicht, wenn sie von oben runterflattert. Bonaire, mein Allerliebster. Ich leide so sehr. Hilf mir, Bonaire. Warum bist du so selbstsüchtig? Ich will dir mein Herz schenken, du Blödmann. Ich meine, du Süßer. Wie kannst du nur so herzlos sein? Sieh, was du mir antust. Ich meine, uns antust. Du hast unsere Liebe verraten, Surfer. Um mit deinen Worten zu sprechen, ich bin stocksauer. Aber ich werde nicht allein sein, oh nein. Ich werde mich rächen und die Seele von einer, die dich liebt, holen. Einer, die du bis jetzt nicht beachtet hast. Wenn du deine wahren Gefühle für sie entdeckst, wird es zu spät sein. Das fällt unter sehr unheilvoll und relativ ungemütlich. Willkommen, Alundra. Also, was ist passiert? Bonaire, geht es wieder gut? Das ist ja wunderbar. Dafür sollten wir niederknien den Göttern danken. Wie schön, dass Bonaires Augen wieder strahlen. Ich habe nicht daran geglaubt, dass seine Zeit gekommen war. Hey, Alter, wo bin ich? Ah ja, Sarah ist Vergangenheit, aber das ist wenigstens mal ordentlich abgegangen. Wenn du verstehst, was ich meine. Wer ist Sarah? Sarah war meine Traumfrau, die ich immer wollte und nie haben konnte. Reine Fantasie, aber im Traum war sie Wirklichkeit. Total verrückt. Sie wollte mich am Aufwachen hindern. Ich hätte gedacht, dass meine Traumfrau wahnsinnig sein würde. Tja, es geht uns allen so. Hey, Alundra, danke. Alter, aber die Sache ist noch nicht gelaufen. Darf ich mal fragen, was das ist? Sarah sagte, sie würde die Seele eines Mädchens stehlen. Einer, die dich liebt. Theoretisch war da kein Wort von einem Mädchen, aber ich meine, ja gut, aber... Ein Mädchen, das sich noch in mich verlieben würde, das könnte Nadja sein. Ich glaube, sie war schon immer hinter mir her. Könnte was draus werden. Yeah. Gerade aufgewacht und schon hat er die Morgenlatte. Ach, Bonaire. Du hattest mit allen recht. Ob wegen Sarah oder weil sie nicht länger mit ihrem Fluch leben konnte. Hat Nadja ihre Augen geschlossen und sie nicht mehr geöffnet. So viel dazu. Durch die heldenhaften Bemühungen von Alundra konnte Bonaire gerettet werden. Die Dunkelheit setzte ein, die Morgendämmerung kam. Aber seit dem Tod von Nadja hatte sich etwas in Inoa verändert. Ja, alle können wieder beruhigt sein, weil nichts in die Luft fliegt. Und das ist natürlich nicht wirklich schön. Was haben wir jetzt? Sind wir schon bei 5 Leuten? Und die drei in der Mine. Ja, und jetzt die 5. Naja! 5. Geht ja noch. Na, der ist tot. Hat mich inspiriert, das zu machen. Hier. Nimm es, Alundra. Schritt nach vorne. Den eisernen Morgenstern erhalten. Jedes Mal, wenn jemand stirbt, Alundra, bekomme ich eine neue Idee für eine Waffe. Ich habe mich noch nie so schuldig gefühlt. Es ist wirklich nicht einfach. Verstehst du, was ich sage? Ich glaube, dass die Ideen für die Waffen ein Geschenk von denen sind, die so schrecklich sterben mussten. Naja, der Eisenmorgenstern. Hervorragend für Angriffe. Geht auch durch Stein.
Was du nicht wirklich nicht verstehst, warum das abgekürzt ist, weil die Textbox endet dann nicht. Das macht keinen Sinn. Aber ja, jetzt haben wir einen etwas stärkeren Waffel, die auch durch Stein geht, was später wichtig wird. Aber für heute war es das. Ich hoffe, euch hat meine wunderschöne weibliche Darbietung nicht den Abend verdorben. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.